Ja, Sascha, wo sollen wir bei dir anfangen? Du hast einerseits hier das Architekturbüro und andererseits hast du deine Hände aber auch in so ziemlich jedem Gastroprojekt drin, das cool ist in München. Ja, das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Also angefangen haben wir ja 2001 mit so einem temporären Club in der Maximilianstraße, der hieß ZKV. Mhm. Die gab es nur 4 Monate, aber der lief super. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann haben wir immer gesagt, wir, wenn es sich mal ergibt, machen wir so eine kleine Bar auf. Und dann hat es sich eben 2005 ergeben, dass gegenüber vom Haus der Kunst so ein alter Friseur, oder ich glaube, es war ein Friseur zu der Zeit, eben dicht gemacht hat. Da hatten wir das Büro auch um die Ecke. Und dann haben wir gesagt, das ist eine coole Location, hat auch die Möglichkeit von einer Terrasse gehabt. Und dann haben wir eben unsere Bar, in dem Fall Ed Moses, eröffnet. Wobei uns der Vermieter Freistaat Bayern bei der Vertragsunterzeichnung gefragt hat, was wir für einen Businessplan haben, beziehungsweise was wir uns denn so vorstellen, was wir durchschnittlich Umsatz machen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, wir schätzen jetzt einfach mal so 800 Euro am Tag. Und dann hat er uns ausgelacht und gemeint, das würden wir am besten Abend nicht machen. Okay. Mit unserer Videokunstbar, weil so haben wir es dem Freistaat verkauft oder dem Vermieter, sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht bekommen. Ah, okay, es musste sowas Kulturelles sein. Ja, wir haben gedacht, also es war ja auch eine Videobar in Anführungszeichen, aber irgendwann ist der Präsident oder Chef von der obersten Baubehörde vorbei abends und hat das mitbekommen, wie die Scheiben vibriert haben durch die Bassanlage und so. Und der war, glaube ich, ziemlich entsetzt. Warum wir das alles gemacht haben, ist eine gute Frage. Also was wir auf jeden Fall, ich glaube, was uns unterscheidet von den meisten anderen, dass wir Sachen extrem schnell ganzheitlich umsetzen konnten, mhm. weil wir im Prinzip alles aus einer Hand machen konnten. Wenn man normalerweise so ein Projekt macht als Gastronom, dann braucht man Architekten, man braucht einen Grafiker und man braucht Kommunikation. Und man muss auch alles bezahlen. Und ihr könnt es in Eigenleistung dann bringen. Genau, das ist eine Vorleistung, die wird mhm. dann schon irgendwann bezahlt, aber natürlich nicht normal. Und wenn halt das Projekt es abwirft, dann mhm. Kann man sich's auszahlen. Und sonst ist es halt Eigenleistung. Ja. Und der Nils Jäger hat Kommunikationswissenschaften studiert, ist gut vernetzt und kann eben diesen Teil abdecken. Steffen mit seiner Agentur Grafik und Web, natürlich total wichtig. Und die ganzen Social-Media-Geschichten, ach, der Nils und er zusammen. Und wir eben die Architektur, Genehmigungen, kann man ja auch nicht, eigentlich alle Läden, die wir gemacht mhm. haben, waren vorher keine Gastronomien. Das heißt, du musst die erstmal eine Nutzungsänderung machen, das genehmigen lassen, Stellplätze ablösen, also das sind lauter so Punkte. Und wir können das quasi ohne Abstimmung, beziehungsweise nur intern abstimmen, sonst musst du eben einen Termin machen mit dem Grafiker, mit dem Architekten. Ja, ja. Bis das alles zum Laufen kommt und dann wirklich abgestimmt ist, das dauert. Klar, es frisst alles Zeit. Also wir haben super Danke innerhalb von ein paar Monaten dieses Konzept rausgehauen. Ich glaube, der erste Laden zumindest mit dem Konzept von Green Smoothies da in München. Also zu Gastrozeiten habe ich natürlich auch einen großen Teil für die Gastro verwendet, aber da waren wir auch nur 8 bis 10 Leute im Architekturbüro. Und seit ich den Fokus wieder auf, oder eigentlich hauptsächlich auf Architektur gelegt habe, ich sage jetzt mal die letzten 2, 3 Jahre, und wir die Location hier gewechselt haben vom Büro, ging es dann auch rapide bergauf. Und wir waren dann eben im Januar, Februar fast 25 Leute. Also das ist mhm. für 2 Jahre schon ein gewaltiger Sprung, was man aber dann auch wieder hier im Architekturbüro gemerkt hat, dass es einfach... Also dieser Sprung von 10 auf 20 Leute ist gewaltiger vom Arbeitsaufwand, als ich gedacht habe. Ja. Also weil, das hat mir auch mal ein Kollege erzählt, dass mit 10, 12 Leuten, da kann man es mehr oder weniger allein machen und alles drüber braucht man dann ganz andere Strukturen und das haben wir jetzt die letzten 1, 2 Jahre eben auch versucht hier. Man braucht dann wahrscheinlich auf einmal so ein mittleres Management. Genau, richtig, genau so ist es. Dieser Trend, dass jeder Student, das hört sich jetzt auch wieder negativ an, aber am Wochenende mal kurz zum Rave nach Barcelona fliegt, mhm. also das ist halt auch, finde ich, äußerst schwierig oder fragwürdig. Und man kann eben auch auf den Jochberg gehen oder mal nach Österreich fahren oder
wie ich es schon seit 20 oder 25 Jahren mache, halt mal 4 Tage von München nach Berlin mit dem Rad fahren. Mhm. Also das sind für mich eigentlich die schönsten Urlaube, weil das hat noch so ein Hauch von Abenteuer. Also wenn man sich da treiben lässt und nicht weiß, wo man dann am Abend schläft. Also wir gehen da schon in Hotels, wir liegen da nicht irgendwie im Wald mit dem Zelt. Aber trotzdem ist es super spannend und interessant, weil man das die Natur und die Landschaft und die Menschen ganz anders mitkriegt, als wenn man da jetzt auf der Autobahn über Leipzig nach Berlin donnert. Aber wie ist denn das für dich mit, also wenn ich mir deine Projekte so anschaue, ich war jetzt natürlich mal wieder bei dir auf der Website, und da sind ja schon einfach, ich meine, tolle Sachen dabei, so Villen in Bogenhausen, die einfach, ja. Das sind halt so Sachen, die man irgendwie im Fernsehen sieht, die man sich kaum vorstellen kann irgendwie so. Und das ist ja schon auch so ein Thema, das da irgendwie mitschwingt bei all sowas, was Luxus. Du sagst. Ja, Luxus und diese Opulenz. Ob das und, so sein muss, ja. Ja, nicht nur, ob das so sein muss, sondern auch einfach irgendwie einen Einblick in diese Welt zu haben, was ja, ich meine, die sagt man, die oberen 1% im Prinzip oder so. Und ich meine, das ist es ja. Also wir haben da eine Verantwortung und ich glaube auch eine große Verantwortung, aber was wir schon immer machen, und das hat jetzt gar nichts mit der Klimakrise zu tun, wir haben schon immer versucht, mit lokalen Materialien zu arbeiten zum Beispiel. Also jetzt nicht mit dem, also es gibt es ja eigentlich, also ich kenne niemanden, der jetzt noch irgendwie Spezial Hölzer aus Südamerika importiert. Also jetzt, wie heißt es? So Mahagoni aus Südamerika. Mahagoni, irgendwo. Genau. Solche Geschichten, also das machen wir, haben wir nun eigentlich noch nie gemacht. Also wir, klar, wenn jetzt ein Bauherr unbedingt diesen Stein will, dann kann das schon sein, dass der mal aus, keine Ahnung, woher kommt. Aber wir versuchen den immer hinzuleiten oder hinzuführen, eben mit lokalen Materialien, ich sage jetzt mal Mitteleuropa zu arbeiten. Das haben wir jetzt die letzten Jahre, versuchen wir das auch mit den ganzen Herstellern von Möbeln zu machen, dass wir schauen, dass da niemand aus China, in China die Sachen fertigen lässt. Also da kann man viel machen und da hat man auch meiner Ansicht nach eine große Verantwortung. Man kann heute wahnsinnig viel mit Holz oder Hybridbauten machen und das versuchen wir auch. Hybrid heißt dann Beton-Holz oder dass man quasi das Kellergeschoss oder die tragenden Stützen in Beton macht und dann zum Beispiel mit vorgehängten Holzfassaden arbeitet, Fertigteilelementen. Mhm. Du kannst die Sachen viel schneller exakter vorproduzieren. Das wird auch die Zukunft des Bauens sein, dass es viel mehr im Baukastensystem oder vorproduziert oder mit 3D-Druckern eben gebaut wird. Weil wir bauen eigentlich, die meisten Leute auf dem Land, die bauen wie vor 50 oder vor 100 Jahren. Die lassen sich Ziegel kommen und mauern die Ziegel hoch. Mhm. Das war's. Und so habe ich schon vor 100 Jahren gebaut. Das kann es nicht sein, dass überall einen wahnsinnigen Fortschritt gibt und beim Bauen, das eigentlich, das ist natürlich jetzt übertrieben, aber vom Prinzip her ist, ja. ist es noch immer genauso. Ja, wenn wir über Möbel reden, mit der Innenarchitektur ist das natürlich ein Riesenthema dann auch für dich. Und ich meine, wie jeder andere Architekt, nehme ich an, hast du auch ein ziemliches Faible für Möbel. Unterstelle ich dir jetzt einfach mal. Okay. Ich bin da ja recht einfach gestrickt. Ich bin auch nicht so vielen Sachen ausgesetzt. Also ich mag halt so die Klassiker irgendwie, Eames, USM Haller, so diese Geschichten, irgendwie diese ganzen Mid-Century-Sachen natürlich irgendwie. Aber wenn ich schon mal die Chance habe, mit dir hier zu sitzen, der sich wahrscheinlich besser auskennt als ich, sag mir doch mal irgendwie, wohin ich mich weiterbilden könnte, was Möbeldesign angeht. Also die Klassiker, die du genannt hast, die versuchen wir immer zu vermeiden. Ja, das denke ich mir. Das sind halt die Klischees. Weil es halt ausgelutscht ist. Ja. Genauso wie der Corbusier-Sessel in jeder Arztpraxis in schwarz mit Chromstand oder bei jedem Juristen. Aber die Sachen gibt es auch in speziell und in cool. Also den Corbusier gibt es mit lackierten Stahlrohren und in einem anderen in Stoff oder in Leder. Und dann sieht der schon mal ganz anders aus. Mhm. Dann kann man theoretisch auch wieder verwenden. Aber die Möbel, die du nanntest, sind halt die jetzt jemand, der nicht 100% in dem Business ist, kennt. Und die werden auch natürlich auch oft verwendet, wie dieser Eames Lounge Chair. Man macht ja auch nichts falsch damit. Ich meine, es ist ein schönes Klassiker. Möbelstück. Die sind schön und wenn man es mal mit anderen Oberflächen vielleicht aussucht, dann ist es auch spezieller oder gut. Aber alles andere, ich meine, es gibt Leute, die sich nur mit alten Möbeln oder Klassikern, aber ausgefallenen Geschichten beschäftigen, wie bei diesem Villa in Bogenhausen. Also der Robert Stefan, mit dem haben wir da zusammengearbeitet, der fährt halt dann mit dem Bauherrn nach Paris und sucht da halt so Einzelstücke aus.
Also wenn man es ganz speziell will, dann machen wir das mit so jemandem. Aber andererseits muss man sagen, es tut sich wahnsinnig viel mit coolen neuen Möbeln, vor allen Dingen auch in Dänemark. Also gibt es super Firmen, die da ganz tolle Sachen entwickeln. Und ich glaube, der Trend der letzten Jahre ist auch, dass man einfach mit guten Designern sich einen guten Designer ins Haus holt und von dem Sachen entwickeln lässt, wie es ja auch der Stefan Dietz oder der Konstantin Kritschitsch in München machen. Also die werden von top internationalen Firmen gebucht und entwickeln dann da Leuchten oder Sofas, Stühle, alles. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle Entwicklung und macht den ganzen Markt halt vielfältig und interessant.